Der Betrug am deutschen Volk nimmt immer groteske Züge an. Ihnen ist ja vielleicht bekannt, dass viele deutsche Studenten jahrelang auf einen Studienplatz warten. Und jetzt hört man also, dass die Flüchtlinge ohne alle Voraussetzungen einfach studieren können sollen. Was da beabsichtigt ist, ist völlig klar. Man will der Bevölkerung erklären, so und so viel Prozent davon sind Hochschulstudenten, dass da überhaupt nichts rauskommt. Das merkt ja die Bevölkerung nicht. Erstmal ist jahrelang Ruhe und dann die enden da natürlich irgendwo in der Sozialhilfe. Kommt überhaupt nichts raus. Die Hochschulen werden auch noch ins Chaos gestürzt. Es ist wieder mal ein geplanter, massiver Betrug, schon wie der frühere Betrug, dass angeblich die Zuwanderer unsere Renten arbeiten. Es ist jammervoll gescheitert. Es ist so, dass wir Integrationskosten tragen müssen. Natürlich sind wir wieder schuld, zu wenig gekuschelt, zu wenig Integrationskosten gezahlt. Der Vertreter der Muslime fordert ja auch schon, jetzt brauchen wir in Zukunft noch Integrationslotsen wahrscheinlich dann noch Integrationstutoren und Beisitzer und Förderanstalten. Eine groteske ohne Beispiel. Dabei ist erwiesen, dass die Integration in den Ländern am besten passt, in denen klappt, in denen die Einwanderer gefordert werden und keine Unterstützung bekommen, gefordert werden, die Normen der dort ansässigen Gesellschaft zu begreifen und sich dort zu integrieren. Beispielsweise ist das in den USA der Fall. Da gibt es das alles nicht. Das Integrationsklimbim, was wir veranstalten, was ausgesprochen kontraproduktiv ist, das ist auch bekannt. Es wird durchgezogen von den Grünen. Die Grünen haben den Betrugstrick und den wenden sie generell an, dass sie sagen, hier diese Torte, die ist wunderbar süß. Die könnt ihr essen, die schmeckt hervorragend und die ist gesund. Ja, das sagen sie so bei der Energiewende, nicht wunderbar, das ist die reine Lehre, alles reine Natur und es ist billig. Wir heute wissen, dass das natürlich nicht stimmt. Nicht, so ist es immer so. Die Torten, die die Grünen verkaufen uns oder andienen, die verkaufen ja nicht mehr. Wir bezahlen. Das ist mit den Flüchtlingen auch wieder, das ist wunderbar. Und es hat doch für die Wirtschaft fantastische Vorteile. Wenn wir dann gemerkt haben, was ist, haben sie das Neueste, wieder was Neues auf dem Tablett. Das ist immer so, dass im Augenblick droht ja Chaos mit der Energiewende und Euro. Es allmählich spricht sich rum, welch durchgreifendes Desaster die Energiewende war. Kein anderes Land ist natürlich auch nur annähernd auf die Idee gekommen, diesen Quatsch nachzumachen. Das wird jetzt alles überspielt von der Flüchtlingskatastrophe und die wird man uns so auch, wie denkt man uns wieder an, als einen wunderbaren Vorteil. In Wahrheit ist das so, dass es uns Jahrhunderte mit Soziallasten wir uns befassen dürfen. Und es in solchen multikulturellen Gesellschaften ist einfach Stand der Wissenschaft, nimmt zu, die Zahl der Morde, der Vergewaltigung, der Einbrüche, der Diebstähle, der Konflikte. Und da können Sie ja ruhig dazu zählen, natürlich auch die Anschläge von Deutschen gegen solche Heime gäbe es ja nicht, wenn es die nicht gäbe. Und so ist es eben, wenn man also solche Konfliktparteien aufeinanderhetzt, dann passieren eben die Dinge und die passieren ja selbst in den Flüchtlingsanstalten selbst. Es ist gerade wieder, also es gibt ja praktisch jeden Tag einen Brand und meistens sind die das also auch noch selber, die das anstecken, weil sie auch, sie können ja auch nicht lesen und können einen Streichholz nicht von der Gummipuppe unterscheiden und wie sie immer, da gibt es ja nun laufend Brände, die also nun aus Versehen ausgelöst werden. Und wir laufen eine Katastrophe zu. Dieser Beschluss, das klingt so harmlos, diese Flüchtlinge aufzunehmen, den Merkel da gefällt hat, das ist schlimmer als ein verlorener Krieg. Wir werden Jahrhunderte die Kosten bezahlen werden. Und dazu kommen ja dann auch noch die Energiewende. Also wir sind jetzt beim Stand etwa 1000 Milliarden zum Fenster rausgeschmissen und die Atomkraftwerke laufen wir alle noch, sonst würde ja unsere
der Stromversorgung auch völlig zusammenbrechen. Es ist noch nicht nur annähernd die Hälfte, es ist eigentlich fast überhaupt nichts passiert. Wir stoßen mehr CO2 aus als vorher und das alles wusste man vorher. Ich habe es doch vorhergesagt, ohne wissenschaftlichen Apparat. Hinter mir stand nicht der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Das wusste man. Jeder, der 3 und 3 zusammenzählen könnte, wusste sofort, wird scheitern. Beim Euro genauso. Die alle haben gesagt, es kann nicht gut gehen, es kann nicht gut gehen, so verschiedene Wirtschaften zusammen zu quetschen. Das ist alles, wird der Traum von einem Euro. Das ist alles, alle einig, alle umarmen sich. Und jetzt umarmen wir die Flüchtlinge, wir umarmen alle. Wir umarmen die Natur mit unseren Windkraftwerken, die alles vernichten. Wir umarmen die Südländer mit ihrem Euro, die Wirtschaften vernichten. Und jetzt haben wir die Flüchtlinge, die Deutschland vernichten in der Summe. Also natürlich wird Deutschland nicht verschwinden, habe ich schon mehrfach gesagt. Die Grenzen werden bleiben, das steht doch Deutschland drauf. Aber was drin ist, wird sich völlig verändern. Und die Grünen werden jubeln, das ist wunderbar. Endlich ist Deutschland das leistungsfähige. Deutschland ist also verschwunden. Und was da an Kultur verloren geht, das geht weit über das Fassungsvermögen dieser Menschen hinaus. Deswegen hier mal ein kleines Gedicht eingefügt. Fragen Sie mal einen Grünen, ob der das kennt. Natürlich kennt er das nicht, wenn Sie überraschend fragen. Es sei denn, er hat sich also ausgiebig vorbereitet. Das heißt, die kennen die deutsche Kultur nicht, die wissen nicht, was Deutschland ist, die wissen überhaupt nicht, was sie anrichten. Ja. Fragen Sie mal einen Grünen, ob er das kennt. Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen und sehen auf die großen Himmelszeichen, wo die Kometen mit den Feuernasen um die gezackten Türme drohen schleichen. Und alle Dächer sind voll Sternendeuter, die in den Himmel stecken große Röhren und Zauberer wachsend aus den Bodenlöchern, im Dunkeln schräg, die ein Gestirn beschwören. Es geht noch weiter. Dieses Bild von 2008 zeigt nacktes Entsetzen in dem Gesicht dieser Person, die offenbar gefesselt ist und in einer Wanne steht. Es ist entweder eine Blutwanne oder ein Becken aus glühender Kohle. Und hier ein Mann mit Knubbelbechern, Koppelschloss und Wolfskopf. Das ist ja für diese Malerin immer das Bild männlicher Gewalt gegenüber den Frauen. Und das ist in einer Dramatik gemalt, die für diese Malerin relativ selten ist.